Leute, willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2. So, wir müssen nach rechts gehen. Wir kaufen keine Snacks, sondern wir wollen uns ab jetzt ein bisschen mit dem Story Mode beschäftigen. Da stimmt doch was nicht. Oder? Ja, man sieht das jetzt gerade, ne? Das ist mir relativ egal. Okay. Ja, das ist was. Also der Typ hier, der ist neben mir, der spielt jetzt mal die ersten Runden, weil es wollte. Also dem ist präsent nicht sortiert sein. Das wollte ich gar nicht. So, wir müssen jetzt ganz nach links. Geradeaus und dann links. Links. So, da siehst du die Mone, die ist nämlich verschwunden. Und da in diesem Gulli, denn wer ist das? Links. Da ist die Mone. Oh, die ist weg. Was? Da ist die Mone. Da müssen wir jetzt hinterher. Wer ist nochmal Limone? In den Eimer. Limone war ein Nachrissensbrasserin. Also du musst da jetzt in den Gulli rein. Im ersten Teil? Im ersten Teil. Ja, geil. Ich komme jetzt so ins Bild, dass ich halb im Bild bin und halb nicht. Okay? Nein, das machst du nicht. Doch. Das will keiner sehen. Ist mir egal. Wir haben einen E. Ja, weil dich... ich meine, willst du, ob du gesehen werden oder nicht? Das ist mir egal. Ich will halb gesehen werden. Mir egal. Dann... So. Warum hat Limone weißes Haar? Also, Inkopolis bekommt all seine Energie. Was machst du noch hier? Diese riesen Elektrowelle rettet es nicht von selbst. Nicht so schnell, Forstbuhl, man kann es nämlich nicht lesen. Octarina und ihre schwebenden Plattformen, ich finde sie total seltsam. Diese Gebiete hier ist anschließend Tentakeli verposten. Keinen der Tentakel-Forsten. Ich lese ab jetzt vor. Ja, dann nicht so vor. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du noch nie von Sea Sirens gehört hast. Scheiße. Nummer 4 Science ist ja gern zu unterhalten. Ich hätte jetzt gern so ein leckeres Stück Pizza ohne Ananas. Vielleicht sollte ich anfangen, mich nach einer Nummer 5 umzusehen. Mach dich lieber mal langsam an die Arbeit, Nummer 4. Beginne Operation peinliche Stille. Tja. Wer hätte gedacht, dass Nummer 4 so ein Redebedürfnis hat? Sind meine Hinweise zu subtil? Ach, egal, hier. Aber was ist denn mit der passiert? Im ersten Teil war die doch voll lustig. Doof. Und so nach dem Motto, seid spritzig. Ja, das ist inzwischen nicht mehr das Bruch und das ist jetzt nicht mehr. Und wieso gibt's lila eine Tinte hier? Das ist eine gute Frage. Das sollte gar nicht sein. Ich habe keine Ahnung, was hier lila Tinte ist. Ah. B. So, da ist ein Ballon, die kannst du bald mal kaputt machen. Im ersten Teil konnte man oder auch instant sein lassen, ihn kaputt zu machen. Ja, ich mache ihn mal nicht kaputt. So, also die Kameraführung, also Facecam-Führung ist jetzt nicht ganz so gut, ist ganz von eurer Seite gesehen rechts, eher ganz von eurer Seite gesehen links. Okay, ist okay. Man sieht ihn zwar nur so halber, aber was soll's. Das ist ja auch mein Ziel. So, da sind Ballons, die machen wir kaputt. Der arme Ballon. Ne, also das ist quasi so eine Art Übung, bevor warum man sich mehr oder weniger... richtig ins Gefecht stürzt. Der war natürlich, es gab so eine Phase, wo man es einfach üben konnte, aber trotzdem. So, die Octarena könntest nicht lassen. Und da geht's dann los, nämlich mit dem ersten Level von Splatoon 2 Story Mode. Nicht gleich mit dem ersten, nein, das ist tja, also ich habe auch den kompletten Story Mode von Splatoon 1 durchgespielt. Es war noch nicht Let's Play, werde es definitiv nochmal machen. Aber so ist es mal gespielt. Ja, ich hab den auch komplett durch, aber halt bei dir. So. Wahrscheinlich weißt du das schon, aber mit ZR kannst du Tinte verschießen. Ja, das so, wissen wir schon, das ist ja nichts mehr Neues. Sehr Tutorial, was ganz am Anfang vom Spiel kam. Und wie kann ich zoomen? Nee. Zoomen kannst du mit L. Oder ZL. Nur ZL. Oder auch nicht. Nee, Bomben kannst du auch verwerfen, ne? Bomben kannst du verwerfen. Nee, Bomben kannst du auch schießen. Und ja. Wirbel mal bewegen. So, und da vorne haben wir schon den ersten Boss, um den wir uns kümmern müssen. Ich denke, es war nicht so krass. So.
Ah ja, was macht der hier? Der verteilt Tinte. Ah, also, die Kameraführung hier ist, die Facecam-Führung ist eigentlich unnötig. Aber warte, was soll's. Warte, ich springe da jetzt ganz elegant durch. Mach das mal und ich habe jetzt, glaube ich, die Facecam noch gerne bekommen. Was? Ach so. Ne, jetzt habe ich die wieder zu kurz, jetzt habe ich... That war wrong. Von hinten rein. So, jetzt dürfte es besser sein. Ja, jetzt sieht man uns sehr schön. Hurra. Das ist eine gute Ansicht. So, jetzt sieht man zwar noch ein bisschen den Hintergrund von links und rechts und hier und dann Screen, wo der eigentlich ist. Aber das Rest egal, so sieht man uns beide. Und das ist immer das Präsent. Angenehmer. So, was machen wir eigentlich gerade? Also man hört dich instant leiser, es ist übersetzt ein bisschen zu, was er gesagt hat. Wir färben rum und verrecken. Ja, das im ersten Level gleich so krass heiterst, das ist nicht schön, ne? Er spielt es, kommentiere, dass es so gehandhabt. Was soll man anders machen, wenn es nur ein Spieler... Spaß, Gedönse, Kack da ist, muss man darauf zurückgreifen, ne? So, nicht übel Nummer 4, sagt Limone. Also, übrigens, es baut ein bisschen auch was auf den... Was ist eigentlich mit Kuttelfisch passiert? Ja? Was ist eigentlich mit Kuttelfisch passiert? Kuttelfisch war mein Lieblingscharakter aus dem ersten Teil. Ja, wurde... ...führt, glaube ich. Wenn wir zum selben reden. Der Typ, der den ersten Story-Mode moderiert hat. Achso, keine Ahnung, was mit dem ist. Naja, auf jeden Fall, es baut ein bisschen auch auf hier auf den Story-Mode von Splatoon 1. Das heißt, wer den noch nicht gesehen hat, den wurde es oder noch nicht gespielt hat, wird ich das Let's Play von Nintendo dazu tatsächlich zu Herzen legen. Weil ich habe das, wie gesagt, noch nicht gemacht und kann da nur empfehlen. Oder Robert 89 ist auch ein sehr guter Nintendo-YouTuber, bei dem ihr auch gerne das den Story-Mode zu Splatoon 1 sehen könnt, bevor ihr eben jetzt den Splatoon 2 Story-Mode anschaut. Aber wenn ihr euch das für entscheidet, ich will Splatoon 2 sehen, bevor ihr den Story-Mode für Splatoon 1 gesehen habt, dürft ihr es natürlich auch gerne machen. Nun zurück hier zu den aktuellen Geschehnissen. So, das sind Vesta, die muss man letztes Jahr schießen. Was sind das? Ist ja Silvester und der Kämpfer ist halt von Level zu Level, also Feinde, besser ausgedrückt. Und hier wird einem quasi die Steuerung nochmal erklärt, nach dem Motto, sieht es mit rechts um. Das Wobei hatten muss, wir. Das ist deutlich schwieriger als der erste. Alles schon gehabt. Und ja, es ist erst schwieriger. Das ist deutlich schwieriger. Aber dann spiel mal den sogenannten Salmon Run. Ne, oder wie das heißt, das ist dann die schwierige Stufe. Ja, also. Habe ich nicht Lust drauf, mache ich spontan. Da geht's dann erst so richtig los. Ja, Mai, ich bin aber auch kein guter Splatoon-Spieler mehr. Also früher war ich mal okay. So. So, besiegt die Ballonfisch und lass ihn platzen. Ja, wer kennt es denn nicht? Naja, deshalb hatte man vorhin wohl auch geübt, Ballons zu erschießen, weil das mehr oder weniger dasselbe ist, ne? So. Bam. Also, es könnte vielleicht bis im nächsten Part irgendwie mal ein zweites Mikro aufgreifen, was ich ihm hier gebe. Ja, tatsächlich war die Überlegung wert. Ja, natürlich bist du dumm geworden. Ja. Soll ich was sagen? War natürlich dumm geworden. Das ist keine krasse Tatsache. So, mit ZL kommt bei einer Durst genau da mal den nächsten, die man zum Platzen bringt. Und daraus kommen eben kleine Gegner, über die man sich jetzt kümmern muss. Ne, wie gesagt, als Tintenfisch, eben ZL, kannst du durchs Gitter hindurch schlüpfen. Siehe, wie gesagt, aber Tutorial, was wir ja schon hatten. So, ja, mit Ips tut man die Kamera zurücksetzen, sind alte Gesisten.
Ja, und sonst Ding. Der Story-Mod ist schwieriger, umfasst noch ein paar Mal Bosse und ein paar Mal Level als von Splatoon 1. Jetzt lassen wir das ein bisschen eine Herausforderung aus, denke mal. Die werden wir mehr oder weniger. Oh, Entschuldigung, ich bin so müde auch meistern. Also, dass ich so müde bin, kurz zum Real-Erklärung dazu. Es ist jetzt Dienstag, Freitag sind Sommerferien, also vorletzter Schultag. Macht Sinn, oder? Ja, macht Sinn. So, und wir hatten heute Baseball gespielt in der Schule. Und oh, da bin ich gerade übelst müde, deshalb irgendwie. Und draußen regnet es, es ist schlechtes Wetter. Das ist auch noch so richtig unmotivierend irgendwie. Dementsprechend, ja. Energy Drinks. Was hast du damit Energy Drinks? Ich kenne auch viele Leute, die gerne Energy Drinks trinken. Ich persönlich, und dafür werden mich jetzt Leute haten, bisschen geht nicht mehr, bin gegen Energy Drinks. Ist wirklich so. Ja, aber das ist ich, alles. Mich merken die nicht, und ich bin auch gegen Dosen, muss ehrlich sagen. Weil Energy Drinks hätten Dosen, ich bin gegen Dosen, bla bla bla. Weil es gibt. Die meisten Gamer sind so, Dosen, das geilste, was es gibt, kenn ich auch viele Leute. Ich hab das jetzt vergessen, ernsthaft. Aber ich wollte dir eine Dose Iron Blue mitgeben. Das ist eine schottische Limonade. Okay. Auf die ich in Schottland gekauft habe, weil es gibt es nur in Schottland zu kaufen. Okay, cool. Ja, ach du Scheiße! Sowas ehrlich kenne ich auch. Aber Dosen sind umweltfreundlich, umweltfeindlich, sorry. Feindlich. Deshalb habe ich generell was so gegen Dosen. Und Energy Drinks schmeckt mit Handelssal nicht. Aber ja, ich kenne selbst einige Leute, nette Leute, die Energy Drinks trinken. Okay. Leute, die Energy Drinks trinken. Ja, da gibt es auch die Leute, die irgendwie anfangen in der Klasse Energy Drinks zu trinken. Ist okay. Ich sag nichts dagegen. Hab nichts gegen die Leute. Geschweige denn wirklich brutal gegen Energy Drinks. Aber ich persönlich würde sie noch nicht trinken. Ne? Also ich weiß nicht. Weil ich hab bei Rockstar und so weiter natürlich alles in durchprobiert, gar keine Frage. Red Bull, was es alles gibt, aber schmeckt, tut mir auch. Ich bin dann doch wegen Koffein auf Cola zurückgekommen, weil Cola einfach verdammt immer geiler ist. Meine Meinung. Ne, meine Meinung. Und ich hab auch einen Coca-Cola-Kühlschrank, weil ich den kann man glaube ich nicht sehen. Also ich hab da hinten einen Cola-Kühlschrank, hab so eine kleine Minibar hier bei mir im Zimmer. Da hab ich einen Cola-Kühlschrank. Könnte man theoretisch auch Flaschen, ich für Flaschen ausgelegt, für Dosen ausgelegt, will ich aber nicht, weil ich wie gesagt Dosen nicht mag. Genug davon jetzt irgendwie. So, tun wir uns mal wieder den Spiel gesehen, kurz noch widmen, die letzten 2 Minuten, die dieser Party jetzt wohl noch gehen wird. Was? Wie lang spiele ich jetzt? Und du hast ein bisschen zu Schwierigkeiten, ne? Du hast hier gerade ein bisschen Schwierigkeiten. Ich weiß oder? Nicht, das Spiel ist deutlich schwieriger. Aber noch hast du alle Leben und bist nicht so schlecht. Ich weiß nicht, das Spiel ist einfach schwieriger. Und was übrigens das Ziel? Man muss so Punkte einsammeln und da muss man, glaube ich, irgendwie einen Schlüssel finden, mit dem man irgendwie das nächste Level dann quasi entsperrt, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher, ob das so ist. Aber diese Bumpels, die man da einsammeln hat, wo wir jetzt bald schon die 100 haben, sind wichtig einzusammeln. Grafisch sieht es wie gesagt auch mal wieder wirklich total cool aus, Splatoon 2. Also, ja. Kann man sich erst nicht beschweren. Das ist ein geiles Spiel, definitiv. Und kommt irgendwie bei der Jugend auch erst gut an. So. Muss ich schon sagen. Ne, also dieses Hype über Splatoon 2 ist definitiv da. Hey, du bist ja noch ganz. Wie unerwartet. Tja, lauf beim Season rückwärts oder seitwärts. Warum denn? Ja, besser als so vorwärts. Aber ja, mei. Jeder hat halt irgendwie irgendwo so seine eigene Taktik, die zu machen. So, wie gesagt, ich habe es damals mal angesprochen, bevor ich jetzt nochmal auf Energy Drinks zurückkommen, weil ich noch was sagen möchte. Dieser Hintergrund hier wird ja bald durch den richtigen Greenscreen ersetzt, der dementsprechend so lang ist, dass bald auch 2 Leute nebeneinander setzen können mit dem grünen Hintergrund oder im optimalen dann sogar eben ohne irgendeinen Hintergrund, siehe Greenscreen-Effekt. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis ich das alles habe, weil ich habe ein paar, so mein Equipment müsste jetzt das halt dann mal demnächst erneuern, aber das dauert ein bisschen, kostet auch alles, ja was. Und das sind wieder bei Energy Drinks irgendwie, weil die kosten. Weißt du, so kleine Dosen kosten verhältnisgemäß mehr, als wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Flaschen kauft, bei Aldi zum Beispiel, ne? Da gibt's diese typische Aldi Fantas als Beispiel, diese
Flirt heißt die. Habe ich, glaube ich, auch im Video schon mal gezeigt. Und gesagt, das ist die richtige Coolspec, die ich gerne mag. Aber davon abgesehen, naja, die haben da 1,5 Liter Flaschen. Kosten irgendwie 80 Cent pro Flasche. Ist halt Aldi nicht viel. Ach, so. Du kostet übers Internet 13 Euro und 6 Liter. Ja, gut. Und bei. Und als kleine Dose kostet die. Also eine kleine Dose kostet irgendwie, weiß ich was, was ist was, 50 Cent oder so. Und da sind, oder 60 Cent. Und da sind halt nur 0,25 Centiliter oder sowas. Also dementsprechend nicht viel, Milliliter. Dementsprechend Liter, so rum. So, dementsprechend nicht viel. Ne? Ich hab's damit anhalten. Naja, und deshalb sind Dosen einfach dann überteuert, die zurückzubringen, ja, okay. Kommen Automaten, gibt's ein bisschen Pfand, ja, schön. Aber Umweltfreund ist halt was anderes, ne? Aber wie gesagt, es müsste es keine Leute haten, die irgendwie Dosen. Weil ich kenne auch selbst Leute, die gerne Dosen trinken, dürfen die alle machen. Aber ich persönlich muss das nicht machen. Das sage ich jetzt und ich mache nur so lange trotzdem Dosen. Man kühlt es auch klar an, aber egal. So. So, der Typ hier hat ein Schutzschild, und wird geraten, bleibt immer wachsam, man weiß nie, was hinter der nächsten Wand wacht. Dementsprechend wird hier jetzt vermutlich Gegner erwarten. Sonst wusste sie uns das nicht sagen, oder? Ja. Oder vielleicht nicht. Wer weiß. So, da haben wir einen Gegner. Genau. Ich glaube, die Level gehen auch ein bisschen länger. Tatsächlich, als sie auf der View noch gingen. Das weiß es. Aber nicht mehr auswendig. Finde ich eigentlich besser, wenn ich die Musik immer laufen lasse oder wenn ich rede, dass die Musik dann quasi leiser gemacht wird. So wie es jetzt angestellt ist. Meine Geräusche die ganze Zeit. Also ich wäre kein guter Let's Player. Nee, du bist doch kein guter Let's Player. Schon deshalb nicht, weil ich die ganze Zeit scheiße laufe. Ja, das ist aber nichts Neues. So. Das mit Musik reduzieren funktioniert gar nicht gut. Ich glaube, wenn ich das gut anhört, was ich jetzt hier irgendwie bei dem Part jetzt erst relativ zum Schluss hier jetzt gerade gemacht habe. Aber wenn ich das im nächsten Part ganz gut anhaut, werde ich es wieder einführen. Weil ich bin bei meiner Capture Card wieder auf eine andere Software quasi für Aufnahmen zurückgegriffen. Die ist für Aufnahmen einfach viel besser, finde. Die Software für Elgato ist persönlich. Von eigenem Hause. Und dem würde ich auch raten, wenn ihr irgendwelche Elgato, weil ich bin ein Fan von Elgato, von Capture Cards, Stream Deck oder sowas. Also wenn ihr irgendeine Capture Card zum Aufnehmen wisst, ihr braucht man Capture Card von Elgato habt, benutzt diese Software. Aber es wäre dazu eh demnächst mal, dass irgendwie Mario Kart Part oder so anzupressen, genau, wie man Videos aufnimmt oder generell als Player wird, weil das gerade dadurch ist jetzt mit 420 Abonnenten inzwischen wieder bekannter werde. Hier haben wir einen Haufen Gegner. Mich mehr Leute auch gefragt haben, wie nehme ich es eigentlich auf, wie funktioniert sowas. So, und das waren verdammt mal viele Gegner. Schön, dass wir nicht mehr von vorne... Muss ich jetzt von vorne anfangen? Nicht, oder? Gut. Weil es ist ein bisschen ätzend irgendwie. Das muss man erst, wenn man die anderen beiden Herzen auch noch verloren hat. Also die anderen beiden Tintenfässer. Also ist viel Arbeit. So. Dementsprechend ist es spannend, wie es weitergeht. Das werden wir im nächsten Part sehen. Macht's gut, bis dahin. Und ciao, Leute.